schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute wollte ich mit euch in einem Pimmel Playmobil. Ich bin übrigens gerade an meinem Esstisch. Berliner basteln, also es sind jetzt zwei. Und ich wollte euch sagen, falls ihr so ein Schmatzen hört, von wem das kommt nämlich von meinem Hund, vielleicht kennt ihr ihn. Übrigens, ich habe mir auch die Nägel lackiert, könnt ihr das sehen? So, das da hinten ist mein Hund. Und der hat übrigens auch ein Kartonhaus. So, jetzt sind wir wieder hier und ich zeige euch jetzt, was ihr für diese Berliner braucht. Ein Stück Pappe zur Unterlage. Dann braucht ihr ganz viel Fimo. Jexel Pastellkreide. Fimo Liquid. Ich habe hier noch so einen Bastelskalpell-Ersatz. Und ein Bastelskalpell. Und jetzt braucht ihr erstmal etwas Fimo eurer Wahl. Ihr könnt natürlich auch Modelliermasse nehmen. So, wenn ihr das gemacht habt, ist der Fimo schon mal abgehakt. Dieses Stück Fimo, bei mir ist es jetzt lila, müsst ihr jetzt trennen. Also ihr müsst es mit einem Bastelskalpell aufschneiden, also in zwei Teilen. Und natürlich müsst ihr es auch warm kneten. So, dann rollt ihr Kugeln und die drückt ihr dann platt. Jetzt kommt die Soße dran. So, ich habe mir jetzt etwas Fimo Liquid dahin getan. Und ich habe diese zwei Jexel-Farben genommen. Ich zeige euch mal, was das ist. Jexel passt da gerade uns, ja. So sieht das halt aus. Und das ist jetzt einfach, ich nenne es pink und blau. Allerdings schmiert das ziemlich in den Händen. Jetzt könnt ihr einen Schaschlikspieß nehmen oder eben Karton, weil Schaschlikspieß habe ich zwar gestern genommen, aber ich glaube, mit Karton geht es auch. Und jetzt müsst ihr mit eurem Bastelskalpell etwas von den beiden Jexel-Farben über das Fimo Liquid drauf machen. Ich habe jetzt hier mein Bastelskalpell. Und das müsst ihr dann eben hier immer so abschaben. Das müsst ihr zweimal machen. Und ja. So sollte das dann aussehen. Das müsst ihr alles gut verrühren. So sollte das Verrührte dann aussehen. Das müsst ihr jetzt mitten auf eure zwei Bällchen drauf machen. Das müsst ihr dann alles zusammenkneten. So sollte das dann am Ende aussehen. Und damit sie jetzt ihre gebackene Farbe bekommen, braucht ihr wieder Jexel. Die Farben werde ich euch jetzt zeigen. Und ihr braucht eben diese Farben Jexel. Weiß, Gelb, Braun und Rot. Und davon müsst ihr euch jetzt was abschaben. Das müsst ihr dann alles gut mischen. Allerdings diesmal ohne Fimo Liquid. Das müsst ihr dann hier drauf mit den Fingern verteilen. Wenn alles gut gemischt ist, sollte es dann so ein Pulver ergeben. Das müsst ihr jetzt dann, wie schon gesagt, auf euren Berlinern verteilen. So, das sollte dann so aussehen. Da ich jetzt lilanes Fimo genommen habe, ist die Farbe noch etwas stärker. Allerdings verliert der Berliner oder auch Kreppel beim Backen schon die Farbe. Und jetzt müsst ihr nach oben etwas Puderzucker drauf machen und etwas von der Marmelade, die ihr gerade hergestellt habt, mit Fimo Liquid und Pastellkreide. Das müsst ihr aber nicht machen, müsst ihr dann außen dran machen. Also so als sei es schon eingebissen, sollte es dann aussehen. So sollte das dann aussehen, dann muss es noch gebacken werden. Nach dem Backen könnt ihr dann alles schön auf einem Tablett präsentieren und so sollte es dann aussehen. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst es nicht, uns zu abonnieren. Tschüss!